In unseren Bächen laicht die Bachforelle im frühen Winter. Nachdem die Jungen geschlüpft sind, vergraben sie sich zunächst tiefer im Kies. Im Frühling verlassen sie das Kiesbett und beginnen die flachen Uferbereiche zu besiedeln. Sie sind ständig damit beschäftigt, vorbeitreibende Nahrung zu erbeuten. Doch nur wenn sie schnell an Gewicht zulegen, können sie überleben. Und die Bäche sind voll von Konkurrenten. Die zierlichen Jungfische sind Anfang Juni nur wenige Zentimeter groß. Noch fehlt ihnen die typische Färbung der erwachsenen Fische. Sie bevorzugen kleine Insekten, Insektenlarven und Bachflohkrebse. Bäche bieten verschiedene Lebensräume für unsere Bachforellen. Während in schnell fließenden Bereichen mehr Nahrung angeschwemmt wird, bieten ruhige Stellen die Möglichkeit, Energie zu sparen. Bachforellen suchen gerne Schutz unter Steinen, überhängenden Strukturen oder unter bewachsenen Uferabschnitten. Besonders begehrt sind daher Standorte, die all diese Bedingungen auf engem Raum bieten. Die kleinen Bachforellen müssen sich nun mehr und mehr in ihrem Territorium behaupten. Gleichaltrige Artgenossen werden attackiert, wenn sie in ein fremdes Revier eindringen. Im Verlauf ihres Wachstums wechseln sie ihren Standort mehrmals. Die ausgewachsenen Fische sind später aber stark an den ihrigen gebunden. Wenn eine Bachforelle groß geworden ist, dann nur, weil sie es geschafft hat, ihr Territorium erfolgreich zu verteidigen. Häufig müssen sich Bachforellen ihr Revier auch mit anderen Arten teilen, zum Beispiel mit einem Stichling. Unsere kleinen Bachforellen haben im August schon deutlich an Gewicht zugelegt. Auch die charakteristische Farbe der erwachsenen Fische ist bereits klar erkennbar. In diesem Stadium sind sie bereits häufiger in Abschnitten zu finden, an denen das Wasser wesentlich schneller strömt. Bis sie sich fortpflanzen können, werden aber noch 2 bis 3 Jahre vergehen, in denen sie sich behaupten und in denen sie überleben müssen.